Neues Jahr, neue Schwerpunkte und neue Lösungsansätze. Die Wirtschaftskammer Wels lud zum ersten Neujahrsempfang. Also wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Neujahrsempfang. Wir haben ihn ja zum ersten Mal heute durchgeführt. Wir haben 170 Gäste heute bei uns hier begrüßen dürfen in der Wirtschaftskammer. Ein Thema stand an diesem Abend ganz oben auf der Liste. Der Fachkräftemangel. Die Themen, die wir heute gehört haben, sind genau die richtigen, die hier angesprochen wurden. Und ich glaube auch die Maßnahmen, die man sich überlegt hat, werden helfen, dass wir diesen Fachkräftemangel doch ein bisschen abfedern können. Aber wie dem Fachkräftemangel entgegenwirken? Also ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ausbildung, 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 Lehrlinge. Wir haben sehr attraktive Lehrberufe bei uns. Wie sieht man die neuen Schwerpunktthemen der Wirtschaftskammer Wels in Machtrenk? Wir haben gerade unsere 13-, 14-Jährigen zu einer großen Lehrlingsshow eingeladen letzten Herbst. Also nicht auf den klassischen Lehrling, auf den wirft sie eh schon die ganze Unternehmerschaft und Wirtschaft, sondern wir versuchen bereits 3-4 Jahre vor der Berufswahl den Kindern und Jugendlichen das Interesse an Jobs, an Aufgaben, an Firmenaufgaben zu vermitteln. Auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem AMS ist geplant. Aber man muss motivieren, man muss einfach schauen, dass man auch Anreize schafft, dass die Leute nicht mehr zu Hause bleiben. Und da gibt es ja jetzt einiges, auch was wir aus der Stadt hier nicht beeinflussen können, sondern was bundesweit beeinflusst werden muss. Events der Wirtschaft sind in Wels gerne gesehen. Seit ein Oberbäcker den Welser Wirtschaftsbund nicht mehr leitet, leidet der Veranstaltungskalender. Wirtschaftsbund ist da auch die entsprechende politische Interessensvertretung der Unternehmer hier in Wels. Wir planen tolle Veranstaltungen. Gottfried Haber wird nach Wels kommen. Er war, glaube ich, noch nie hier. Und wir beginnen auch damit, dass wir kooperieren mit anderen Organisationen. Denn der Wirtschaftsbund alleine ist stark, aber wir brauchen sämtliche Interessensvertretungen, die gemeinsam für die Lebensqualität in Wels stehen und für Arbeitsplätze in Wels eintreten.